Gehen wir mal rein. Du Graszeug, verpiss dich. Verpiss. Ist noch ziemlich kalt bei mir, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das kriegt mich noch mal eine Erkältung. So, Audi, was kann Easy Pete für Sie tun? Wissen Sie, wer die Kerle war, die mich angegriffen haben? Warum nennt man sie Easy Pete? Wissen Sie etwas über Victor? Auf Wiedersehen, ja. Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Okay. Warum nennt man sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Na dann. Wenn als Prospektor, haben Sie nach Gold oder Silber gegraben? Na, man steht über den alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Auf jeden Fall. Haben Sie Prospektion je was Gutes gesucht? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Laserwaffen nicht, oder was? Naja. Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Wofür verwenden sie die Großhörner? Wissen sie etwas über Victor? Ja, warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Macht Sinn. Verwenden Sie die Großhörner? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Mit ein paar Flinten klappt das schon. Wissen Sie was über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Okay. Ja, danke erstmal. Auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Ja, die Viecher, die werden wir noch begrüßen. Aber erstmal nach Sunny, Smiles, irgendwie so. Das passt. Platz, Cheyenne. Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Nett. Doc Mitchell meint, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ich muss nach Prim, können sie mir nicht schnell zurückempfehlen. Ich bin im Moment etwas knapp bei der Kronkorken. Was machen Sie hier, sprechen Sie? Ja, Doc Mitchell meint, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. So.
So, für mich lesen, kein Problem. Aber sobald ich vorlesen soll, schon scheiße. So, wer ist denn hier? Keine Sau. Was ist das denn? Eine Merknummer. Verdammte Axt. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt vorwärts laufen, aber dann habe ich mich aus Versehen in der Reihe vertan, habe aus Versehen E gedrückt. Ich hoffe, das wird keine Konsequenzen haben. So. Öffnen. Sunset Sarsaparilla. Yes! Geschafft. Gucken wir einmal kurz noch unseren Pitboy mal. So, ein Vault-Anzug, Waffen. So. Erstmal ein paar Slots setzen wir. Auf 1 setzen wir die. 2 geht nicht. 3 setzen wir mal Magnum Revolver und 4 die Laserpistole. Gefolgt von 5 dem Messer. Na, da passt. Obwohl, wir kriegen jetzt, glaube ich, so ein Kleinkalibergewehr. So, sehen Sie die... Ja. Ja, nein, warte. Also nochmal. 3 Kleinkalibergewehr, 4 der Magnum, 5 Laser, 6 Messer, obwohl wir die Laserkanonen wahrscheinlich gar nicht benutzen werden. Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Sehen. Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Alles klar. Ah. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin. Guter Schuss. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Okay, folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Alles klar. Packe ich die Waffen denn jetzt weg? Ah, so, wunderbar. Ich habe immer noch keine Ahnung. Was auch immer. Wir sehen ja richtig Porno aus. Hier, dieses Walking, wie heißt das? Keine Ahnung. Mir ist der Name entfallen. Die meisten, okay, was heißt die meisten? Einige Leute spielen ja lieber hier so in Third Person, aber Ego-Perspektive ist mir irgendwie lieber. Frame-Einbrüche hatte ich gerade. Bell nicht rum, beweg deinen Arsch. Müssten gleich da sein. Leckt die rum, oder? Die spacken gerade sowieso generell gerade ein bisschen ab, ey. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Gecko-Bisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Wenn du das sagst... Oh Gott. Jo. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihnen ein. Okay. Ich sehe nur leider noch nichts. Was? Oh, da sind sie. Jetzt volles Mund aufs Maul. Ist da noch was? Nee. Ich spreche gleich mit Sunny. Pack das Ding weg! Wie geht das? Kannst du mich halten? Yeah! Ich hab's raus. Alles klar. Gecko-Haut und Gecko-Ei. Bringt bestimmt Money. Was haben wir hier? Ah, alles klar. Ja. Trinken ist gut. Vor allem, wenn es keine radioaktive Strahlung hat. Alles klar. Die Meldung kommt aber früh. Sehen Sie? Alles klar, Sunny. Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch 2 Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Klar, ich komme. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Okay.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber ich glaube, Cheyenne hat die Augen nicht mehr am richtigen Ort. Cheyenne, du siehst ungesund aus. Ja. So rennst du zurück, Mann. Yeah, keine Munition für das Ding. Ich dachte, wir hätten auch. Wir hätten da was aufgehoben. Wie läuft der so? Na. Dachte schon, der wird die jetzt so verkrampft nach vorne halten. Wenn du mir jetzt Geld gibst für keine getane Arbeit, dann. Vorher noch nie Ladehemmungen aufgefallen. Aber das ist ganz cool. Nehmen wir erstmal alles mit. Ist die Luft rein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, da liegt was. Da liegt was. Werkzeugkasten. Stromleiter. Nehmen wir mit. Bringt gutes Geld. Leer, leer, satt. Oh, Stein. Die sind hilfreich. Alles klar. Was? Good Spring Siedlerin. Scheiße, die ist tot. Oh, das ist doof gelaufen, ne? Ach Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Na klar, warum nicht? In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Okay. Auf geht's. Lagerfeuer. Romantik. Muah. Ein Wagen. Das sieht doch gut aus. Oder die wollen mich auch einfach nur fett verarschen. Ah, naja, egal. Ja, was ist denn hier mit dem V, Alter? Hier ist nicht mal was. Da ist doch nichts. Was soll ich denn hier aktivieren? Mensch, lass mich doch in Ruhe, du. Außerdem will ich das System sowieso nicht benutzen. Ich glaube, diese Hütte hier gehört Victor. Ja, Victors Hütte. Können wir jetzt reingehen? Will ich aber nicht. Weil ich mag Victor nicht. So. Die Vertreterwoche. Fälschen plus 10. Ist bestimmt hilfreich. Bisschen schwer für nur 5. Lassen wir also drin. Der hat keinen Briefkasten. Cherry Bomb. Nö. Ah, der moderne Arzt. Sehr geil. Ein fettes Rindvieh! Ah, ich glaube, hier ist die Schule.